Hallo zusammen, hier ist wieder Hotela und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Toy Guard präsentieren, denn es ist das Time Walker Event in Warlords of Draenor angebrochen und jetzt kann ich mir endlich zwei von den noch wenig fehlenden Toys kaufen, die ich quasi noch brauche. Wir können mal einmal kurz reinschauen. Das sind quasi die Toys, die ich noch brauchen kann, die ja keine Promotion Toys sind, also quasi außerhalb von WoW nur erhältlich sind. Und zwar haben wir da einmal hier Banner der brennenden Klinge und das zweite ist der Apexis Fokussplitter. Und die beiden will ich mir jetzt mal kaufen. Wer das Mount Guide Video schon gesehen hat, weiß, ich bin hier in Sturmschild und hier ganz unten bei den Koordinaten 36, 70 befindet sich die Händlerin während des Warlords of Draenor Time Walk Event. Bei der Horde müsste es irgendwo hier oben sein, kann ich euch nicht genau sagen. Zur Not macht eine Time Walker Instanz und dann habt ihr ja, dieses Quest-Item und lotst euch dann direkt zu dem NPC hin. Wir schauen jetzt mal rein und zwar, wie gesagt, die beiden Mounts habe ich mir schon gekauft und wir holen uns jetzt mal hier die beiden Toys noch und schauen, was die Dinger denn können. Und zwar, wenn wir hier das Banner einsetzen, dann ja, können wir einen Banner der brennenden Klinge tragen. Das klingt schon mal ganz cool. Und bei dem anderen, das lernen wir jetzt auch mal, das schauen wir uns gleich als nächstes an. So, tun wir mal alle aktivieren. Jetzt schauen wir uns als allererstes das Banner mal an. Banner der brennenden Klinge. Und ich dachte es mir schon, oh, das sieht sogar echt ganz nice. Also es gibt, oh, warte mal, brennt das Banner sogar? Nice. Also das Banner sieht echt nicht so verkehrt aus. Es gibt ja schon viele so Flaggen, Allianzflagge, eine Hordenflagge obendrauf. Aber ich muss sagen, das macht tatsächlich ein bisschen mehr her. Und es brennt sogar tatsächlich. Also du hast so Flammen hinter dir her. Das ist ganz cool. Also so als Gimmick-Effekt, doch, macht was her. Und das andere, was wir haben, ist quasi dieser Apexis-Fokussplitter. Und der macht Folgendes. Es weilt noch immer eine latente Macht in dieser Scherbe. Okay, jetzt schauen wir mal. Was macht diese latente Macht? Ich kann es anscheinend auf irgendwen anwenden, oder? Ah, cool. Ah, das ist. Okay, das ist ganz nice. Du kannst quasi so einen Strahl auf einen draufschießen. Was hat denn das an Abklingzeit? Ah, 10 Minuten, das ist natürlich nicht so cool. Erkennt ihr diesen Liebestrahl, der so regenbogenmäßig unterwegs ist? Und das ist fast noch ein bisschen coolerer Strahl, weil dieser Regenbogenstrahl ist ein bisschen gammelig, weil der irgendwie so einzelne Schichten hat. Und wenn man da von der Seite drauf sieht, schaut das ein bisschen komisch aus. Das kannst du ja theoretisch sogar durch Gebäude machen. Ich frage mich, ob du dann auch einen Feind fokussieren kannst. Wenn ein Rogue unsichtbar ist, ob du, wenn du den vorher. Na gut, du musst das channeln, ne? Du kannst dabei nichts machen. Also im PvP wahrscheinlich eher ungünstig. Aber hat einen coolen Effekt. Hat einen coolen Effekt. Ja, okay. Das waren die beiden Toys, die man sich holen kann. Ihr habt ja eben gesehen, sie kosten. Oh, ach so, das. Nee, man kann sogar hier auch Interaktionen. Warte, man kann nicht auch. Ah, nee, ich kann sogar auch Interaktionen wirken. Das wird einfach weitergecastet. Ah, ja. Da kann man bestimmt noch einige lustige Sachen mitmachen. Und hier haut es einer durchs Gebäude durch. Auch sehr schön. So, was das Ding an Magen kostet, sind einmal 500 und einmal 750. Und da auch schon wie in dem Mount Guide. Kann ich nur die Empfehlung geben, macht das mit verschiedenen Chars und macht immer nur eine Timewalker-Instanz pro Event, um dementsprechend das Item abgeben zu können mit 500 Marken. Spart euch einen Haufen Aufwand und macht es wirklich am effizientesten. So habe ich das gemacht und ich habe mir jetzt alle Items direkt kaufen können, die hier mit Eventstart da sind. Quasi muss nicht während dem Event farmen, sondern habe das halt immer in der Zwischenzeit gemacht und mir meiner Meinung nach einen Haufen Zeit gespart. Nur so als kleiner Tipp am Rande. Das war's mit dem kleinen Video. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Sollte es der Fall sein, würde ich mich freuen, wenn ihr mich abonniert. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.